möchte euch da kurz den molligen Hannenfuß zeigen. Die Pflanze selbst habe ich nicht auf Pflanzenvielfalt, da habe ich den scharfen Hannenfuß, den findet man eher auf Wiesen. Den wolligen Hannenfuß, den was wir da eben sehen, der wächst gern in Laubwäldern, so auch da. Von der Blüte her konnte man eben ganz gut verwechseln mit dem scharfen Hannenfuß, also dieses tief dottergelbe, strahlende Gelb teilt er sich mit ihm. Sonst erscheint er eben ganz anders, nämlich am auffälligsten sind die ganz wenig geschlitzten und somit komplett anders gestalteten Blätter wie vom scharfen Hannenfuß. Was zum Sehen ist, wie es auch zu seinem Namen kommt, ihr seht diese starke Behaarung auf dem Stängel, greift sich das, es tut nicht weh, es sticht jetzt nicht, es ist aber auch nicht ganz weich, filzig. Irgendwie so mittendrin, wie wenn es nur ein bisschen steifer und es kommt weh da. Bei den Blättern ist es dann ganz anders. Die sind genauso, man sieht es da jetzt im Licht, mit ganz feinen Härchen überzogen und greifen sie ganz weich und wollig an. Was er sie mit seinen Kollegen aus dem Hahnenfußenreich teilt, ist, dass er giftig ist. Somit ist eine Pflanze, die was uns beim Spazierengehen erfreuen kann. Wir wissen jetzt, im Wald ist eher selten der scharfe Hahnenfuß, den was wir finden, sondern wenn da der Hahnenfuß steht und besonders dieses typische Laub dann aufweist. Ich erlaube mir das jetzt noch, dass ich an der Köpf, dass man sieht, eben der Stiel ist hohl, ja, auch nochmal ein Merkmal. Und man sieht da auch nochmal die Behaarung jetzt ganz gut. Also, der wollige Hahnenfuß, giftig, aber hübsch. Und somit kennst du den.